In dem heutigen Tutorial geht es bei uns um die sogenannten Splines. Die befinden sich direkt hier rechts neben den Würfeln und Objekten allgemein. Einfach wieder lange draufdrücken, man sieht hier einige Optionen. Wir betrachten zunächst mal die sechs hier oben. Das sind einfach verschiedene Möglichkeiten, um zu zeichnen. Freie Hand erklärt sich von selbst, genauso wie linear. Und kubisch ist also abgerundete Ecken. Das betrachten wir uns als erstes. Und wenn wir hier jetzt einfach mal klicken, erzeugen wir einen Punkt. Erzeugen wir einen zweiten Punkt, werden die beiden Punkte verbunden und der dritte Punkt bringt dann eine Kurve in diese beiden Punkte. Wir können dann natürlich auch noch verschiedene weitere Formen erzeugen, einfach immer klicken und es wird so eine Linie hinterhergezogen, was sozusagen zur Grundbedienung gehört, was ich jetzt erst erklären werde, weil es jetzt erst wichtig ist. Und zwar, man kann mit der mittleren Maustaste einfach mal ohne Alt gedrückt zu lassen einmal drücken und es kommen vier Bildschirme. Das hier ist die normale Ansicht von drei Achsen, wie wir sie bereits kennen. Das hier ist die Ansicht von Z und Y. Hier sehen wir X und Y und hier X und Z. Um jetzt die Splines zu bearbeiten, interessiert uns vor allem X und Z. Wir klicken wieder mit der mittleren Maustaste auf dieses Fenster und kommt in den Vollbildmodus und wir sehen hier jetzt von oben, was wir gezeichnet haben. So kann man sich deutlich besser hier zurechtfinden. So, das ist das kubistische, also Moment, wie hieß es? Die kubische Darstellungsweise von Splines. Das werde ich jetzt ganz kurz wieder löschen. Dann gucken wir uns einmal die Freihand-Splines an. Dabei werden immer einzelne Punkte erzeugt, sie werden auch nicht verbunden. Das liegt daran, also wenn man so vorgeht wie bei dem letzten, das liegt daran, dass man die Maus die ganze Zeit gedrückt lassen muss und so dann zeichnen kann. Jetzt haben wir hier, wie man sieht, einen Spline, der trotzdem noch in verschiedene Punkte unterteilt wurde. Das liegt daran, dass sozusagen unsere Linien begradigt wurden. Das heißt, ich habe hier vielleicht ein bisschen mit der Maus gedruckelt, es ist aber eine Linie daraus entstanden, weil der das einfach umgerechnet hat, dass solche kleinen Unebenheiten wieder rausgenommen werden. Das dritte, was wir uns erstmal angucken, ist linear. Da muss man wieder nur einmal klicken und es kommen einfach gerade Verbindungen, es wird nicht abgerundet. So, wir gehen jetzt mal wieder zurück in den eigentlichen Anschauungsmodus. Und wie wir jetzt sehen, die haben kein Volumen. Also wenn wir das hier mal uns angucken, so, ist auch nichts zu sehen. Das liegt ganz einfach daran, dass das nur Linien sind, die erstmal kein Volumen haben. Um dem jetzt ein Volumen zu geben, brauchen wir den sogenannten Sweep Nurbs. Das ist ein Punkt weiter rechts. Gedrückt lassen und dann auf Sweep Nurbs drücken. Als nächstes brauchen wir noch, und das ist wieder unter Splines, eins von diesen Objekten. Das sind einfach die Objekte, wie das ausgefüllt werden soll. Soll das Ganze zum Beispiel rund sein, wird es ein Kreis. Wenn es ein N-Eck wird, ist es halt eckig mit bestimmten Ecken, die man dann wieder eintragen kann. Und nehmen wir hier ein Rechteck, ist es halt eine viereckige Form. Wählen wir zum Beispiel das Rechteck aus. Was wir jetzt noch machen müssen, ist das Spline-Objekt. Und das Rechteck, beides unter den Sweep Nurbs zu ziehen. Sieht jetzt erstmal sehr komisch aus. Das liegt daran, dass das Rechteck-Objekt noch nicht richtig eingestellt wurde. Das hat hier nämlich in der Breite und in der Höhe 4 Meter. Also einfach einmal raufklicken und hier unten in der Übersicht müssen wir das jetzt entsprechend anpassen. Wählen wir zum Beispiel 40, wird das Ganze schon deutlich kleiner und man kann gut erkennen, wie sich hier die Form bildet. Wir können hier jetzt natürlich auch einen Kreis auswählen. Dann müssen wir einfach nur das Rechteck rausnehmen, löschen und den Kreis einfügen. Auch das ist jetzt deutlich zu groß. Verringern wir mal den Radius. Und wir sehen hier jetzt, dass hier eine runde Form erzeugt wurde, rund um diesen Spline. Als nächstes gucken wir uns nochmal kurz das N-Eck an. Das ziehen wir wieder da rein. Wichtig ist übrigens die Reihenfolge. Ziehen wir das N-Eck unter den Spline, entstehen wirre Gebilde. So, wir müssen natürlich, so wollen wir das ja natürlich nicht, also tun wir das N-Eck immer über den Spline, beziehungsweise überhaupt die Formbildung immer über den Spline. Wir können hier jetzt auswählen, erstmal wieder, wie der Radius ist. Das verringern wir mal, damit es genauso aussieht wie in den anderen Beispielen. Und wenn wir jetzt hier mal rangucken, hat das mehrere Kanten. Die kann man jetzt einfach erhöhen, sodass es tatsächlich auch rund wird. Bei 61 ist es schon fast eine runde Form.
Man kann es aber auch genauso gut wieder weniger werden lassen. Jetzt sind es zum Beispiel nur zwei Ecken, also flach, drei. Und so kann man dann entsprechende Formen erzeugen. Wenn man das jetzt mal abspeichert, sieht man auch, dass hier tatsächlich eine Form entstanden ist, die auch jetzt sichtbar ist. Das nächste, was wir uns noch angucken, ist der sogenannte Spline-Text. Dafür nehmen wir das hier erstmal wieder raus. Und gucken jetzt, dass hier ist nämlich auch noch die Form Text. Das klicken wir einmal an und es wird ein Text erzeugt. Der hat jedoch auch kein Volumen. Wir können ihn aber schon mal bearbeiten. Wir können hier raufklicken und hier unten einen Text eingeben. Zum Beispiel Cinema 4D. Es wird auch sofort geändert. Man kann hier sogar eine Schriftart auswählen. Hier kann man übrigens auch welche hinzuinstallieren. Die kann man sich einfach runterladen von Google, einfach eingeben. Dann kommen hier entsprechende, da lädt man eine Datei runter, installiert die und sobald man das Programm einmal neu startet, wird das auch hier drin sozusagen installiert. Das können wir jetzt aber erstmal so lassen. Um dem Ganzen jetzt wieder eine Form zu geben, müssen wir auch ein Sweepnurbs erstellen und auch eine entsprechende Form, was der Text haben soll, zum Beispiel ein Kreis. Jetzt tun wir wieder sowohl den Text als auch den Kreis unter den Sweepnurbs und passen jetzt den Kreis noch entsprechend an. Und man sieht schon, dass hier jetzt das wieder ein Volumen hat. Wenn wir das jetzt mal abspeichern, sieht man auch, dass es hier ein Volumen hat. Wir können ihm jetzt natürlich auch noch eine Farbe geben. Aber das hatten wir bereits in dem Tutorial zu Texturen. Man kann das Ganze jetzt auch noch konvertieren. Der Nachteil ist, man kann es im Nachhinein nun nicht mehr bearbeiten, da jetzt die ganzen Texturen, die Objekte und diese Splines alle zusammen verschmolzen sind sozusagen. Es sieht aber immer noch genauso aus. Und was für Vorteile es hat, werde ich in einem nächsten Tutorial noch erzählen.